Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein ganzes Display, ein Mini-Display mit 18 Boostern. Ja, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, ja, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Und wir stellen es hier mal so fast ordentlich hin. Meine Pikachus sind wieder da und helfen mir. Und ja, von vorne nach hinten. Let's fetz. Welten im Wandel. Das SM12er Set. Es gibt coole Karten zu ziehen. Mal schauen, was es wird. Die Codekarten behalte ich mir einstweilen eben für ein TCGO-Opening. Mal schauen, ob wir das dann demnächst mal hinbekommen. Und wir fangen an mit einer Feuerenergie. Misty und Lorelei. Machen wir da mal so gleich ein paar Stapel. Togedemaro, Superfänger. Golbit, Araqua, Griffel, Onyx, Loink. Unsere Reverse ist eine Kanivana. Und... ja, eine Holo. Gleich mal zum Start eine schöne Holo. Grandiras. Cool. Die kommt mal schnell gleich in das Sleeve. Hashtag immer eine Holo, ne? Ihr wisst, wie es geht. Weiter geht's. Ich dachte mir, warum auch nicht? Einmal so ein Mini-Display. Und hab's mir organisiert. Und freue mich auf die Karten. Welche Karten aus diesem Set gefallen euch denn so? Wäre mal gespannt, das zu wissen. Schreibt es doch in die Kommentare. Die Energiekarte. Eine schöne Blitzer. Ein Pandagro. Eine coole Galoppa. Echt auch eine schöne Karte wieder. Ein süßes Plinfer. Cosmog. Die Ponita dazu. Krabox. Nochmal ein Kanivana. Wow, unsere Charakter-Rare. Ja, schön, Magnetilo. Und Sabayone. Okay. Die zählen wir auf jeden Fall auch zu unseren schönen Puls. Die darf auch gleich mal in das Sleeve. Super, cool. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir mit dem Licht nochmal ein bisschen was, Entschuldigung, verändern sollten. So wäre es ein bisschen besser. Einen Moment. So. So, und der nächste Booster ist dran. Mit Turtok und Blindfahr. Das wäre auch noch eine schöne Karte. Mal schauen, ob uns einer der Booster damit überraschen kann. Und weiter geht's mit der nächsten Energie. Da sind sie. Ein Mimikma. Tropius. Oh, Lilis Pokepuppe. Picolente. Iguana. Cosmog. Snackmark. Weimar. Unsere Reverse. Cool. Cresselia. Und Super Sandro. Ein gespenstisches Team. Und ja, unsere Rare. Ein Cosmog. Weiter geht's.
Chefs irgendwie immer, dass oben noch ein Stückchen von der Ecke übrig bleibt. Das ist immer so ein bisschen blöd, aber nichts, was man nicht hinbekommt. Weiter geht's, schau mal nach. Die Energie, dann haben wir Mimigma, Bestie Need, Lilith, Seemops, Natu, Membrana, Miniras, Sesokids. Oh, schön. Eine Reverse Rare. Sehr schön. Empoleon. Und? Ja! Wow! Coolo! Ja, wunderschön, oder? Was sagt ihr zu dem Duo? Ja, sehr schön. Leider dezent. Ja, die Karte ist jetzt nicht so schön. Ein bisschen off-center, würde ich mal sagen. Ein bisschen sehr. Aber eine schöne Karte. Cool, unsere erste GX aus diesem Display. Sehr schön. Die beiden kommen mal gleich in a sleeve. Bei mir wird ja alles sorgfältig verpackt, weil ich einfach keine Beschädigungen in meiner Sammlung haben möchte. Wow. Ja, die ist cool. Ja, wo legen wir denn die jetzt hin? Ich würde mal sagen, die Holos so ein bisschen, genau, Pikachu, ihr müsst ein bisschen weichen. Die Holos hier so, die GX hier hin. Das, die Reverse Rare kommt da so drunter und dann haben wir noch diese coolen Charakter Rares. Vielleicht schmeißen wir die Energiekarten mal ein bisschen weiter raus. So, ja, dann können wir ja weitermachen. Jetzt, wo wir ein bisschen Ordnung am Tisch haben. Wow, echt geile Karte. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Die ist wirklich schön. Was sagt ihr? Geiler Pull. So kann es weitergehen. Wir haben die Energie. Dann haben wir einen Dufflor. Seong. Cesurio, Kraklion, Flabébé, Tangela, Zwirrlicht, Schallquab mit Häkel-Artwork, noch eine Tangela in Reverse und ja, ein Mimigma ist unsere Rare. Naja, aber wir wollen ja nicht gierig sein. Schauen wir mal weiter. Ich würde gern von euch, die meine Videos so manchmal anschauen, gerne wissen, wie lang wollt ihr denn die Videos haben? Sind manche Videos zu lang? Gehören sie kürzer, etwas knapper, etwas intensiver? Ja, machen wir mal weiter. Ambidiffe. Oder gefallen sie euch so, wie sie sind? Entron. Dann haben wir Willi. Smogon. Rotomorph. Flauschling. Zirpurze. Black Noel, ein super süßes Wuffes in Reverse und eine schöne Vulnona in Holo. Ich hoffe, ihr könnt den Holo-Effekt schön sehen. Ja, schön. Die habe ich auch noch nicht. Die gefällt mir. Die gefällt mir sehr gut. Noch eine Holo. Naja, ein paar GX. Kann so weitergehen. Wäre noch besser, noch was zu ziehen. Ups. Jetzt wollte ich hinter der Kamera öffnen. Warum auch immer. So, da la. Und next. Es geht weiter. Da drüben fängt schon ein Stapel an zu wachsen. Wir haben Rot-Blau Tag Team. Wir haben Verkokel. Kenne ich gar nicht. Jo. Sengo.
Cooles Artwork von Pikachu mal wieder. Teddy Ursa mit Arceus, mit einer Arceus-Statue im Hintergrund. Nochmal Nasknack. Cool. Ich glaube, ich muss mir die Artworks im Hintergrund auch nochmal ein bisschen näher anschauen. Leofeu. Leufeo. Oh Gott. Noch eine Flabébé. Ein Mimigma. Unsere Reverse. Und das Marshadow ist unsere Rare. Eine auch super coole Karte. Da ist ein Pikachu mit dabei. Sehr schön. Ups, Entschuldigung. Es geht weiter. Was werden wir noch ziehen? Die Spannung steigt. Einen Code mal für euch. Viel Spaß damit. Wow, die ist ja toll. Eine coole Flamara auf jeden Fall. Dann die Rollerskaterin. Ein Pipi. Cosmog. Schneckmark. Weimer. Gladiantri. Togedemaru. Ursaring. Noch eine Reverse Rare. Und Elizard. Unsere Rare. Okay. Ursaring. Eine Reverse Rare noch dazu. Für unsere Sammlung. Wenn ihr Karten sucht, Karten braucht, gern tauschen möchtet, von den Karten, die ich so ziehe, wenn ich sie nicht selbst in unsere Sammlung integriere, findet ihr die meist auf Card Market. Ich tausche und verkaufe aber auch über Discord. Könnt mich da einfach mal anschreiben. So, dieses Booster ist jetzt komplett zerfetzt. Oh, was ist da los? Ich krieg die Karten kaum raus. Ja, könnt mir auch einfach auf Discord schreiben, wenn ihr Interesse an der Karte habt. Mir werden bestimmt was finden, was sich tauschen lässt. Und ja, einfach melden. Eine Wasserenergie. Dann haben wir Kirlia. Nochmal die Rollerskaterin. Pipi. Griffel. Ein Onix. Cool. Floink. Alola Sandan. Ein Schnäppke. Salquap in Reverse. Und nein, oh Gott, wow. Ja, schön. Cool. Lunala Säuger Leo. Cool. Noch eine Tag-Team-Karte. Ja, geilo. Wow, ich bin geflasht. Auf die habe ich jetzt ja schon fast gar nicht gedacht, weil ich mir gedacht habe, okay, da war schon eine Tag-Team-GX drinnen. Ja, mal schauen, ob wir da noch eine GX ziehen, vielleicht. Aber nochmal diese schöne Karte. Wow. Gebt euch das, wie die schimmert. Und die Riffelungen drauf, war wow, das fühlt sich super an. Geil. Ach, wie cool. Wahnsinnig schön. Also auf die Karte hatte ich ja natürlich auch insgeheim gehofft, ja, aber die dann zu ziehen, ja, echt schön. Nicht nur schön, richtig, richtig, richtig cool. Mann hat manchmal Glück und Frau auch. Wahnsinn. Jetzt kriege ich den nächsten Booster nicht auf vor lauter Freude. Sorry, ich hoffe, ihr versteht's. Aber die meisten werden es verstehen. Cool. Ja, und wieder diese Ecke da oben. Ein Wahnsinn. Geile Karte. Super. Hammer. Schaut euch diese Karte an. Ist die nicht schön? Ich finde die echt cool. So, machen wir weiter.
bevor es wieder so ein ewig langes Video wird. Tropius, Togedemaru, Absol, Drasla, Quartamark, Miniras, ich hoffe, der Fokus geht, ja. Ein süßes Bautz, ein Algit, ein noch eine Reverse Rare, ein Violet und ja, es ist noch eine Holo. Ja, immerhin drei Holos. Könnt ihr gern reinschreiben in die Kommentare. Ja, cool. Jetzt wird der Platz hier vorn. Ich muss ein bisschen mehr Platz schaffen. Und vielleicht mir einen anderen Platz zum Öffnen suchen. Mal schauen. Ja, was wir jetzt noch gern hätten. Ja, natürlich noch eine Tag Team oder so. Oder eine Geeks wäre noch cool. Und dann ja. Ja, was ich noch nicht so viele habe, sind diese Character Rares. Da gibt es ja echt schöne Artworks. Die wären schon auch noch cool. Aber ich bin nicht gierig. Freue mich über jeden Pull. Die da ist echt der Hammer. Auch Turtok Blinfa ist für mich ein cooles Team. Und eine coole Tech-Team-Karte. Wow. Aber dieser Galeo Lunala, die ist schon was ganz Besonderes. Also bekommt sich ja wieder einen Ehrenplatz. Ach ja, ihr bekommt noch einen Code dafür. Bitteschön. Viel Spaß. So. Kriegen wir es hin, das Masse zu reißen. Gut. Sorry, ich bin noch immer aufgeregt. Ich finde es noch immer echt cool, diese Karte. Die wollte ich unbedingt. Wir machen weiter mit Zirpeise. Moruda. Insel Wanderschaftsabzeichen. Flauschling. Zirpurze. Lecknoil. Piccolente. Iguana. Dann haben wir Voluminas. Okay, Voluminas. Mhm. Kenne ich gar nicht, glaube ich, dieses Pokémon. Und ein Makago. Unsere Bär. Mhm. So, dann let's fetz. Wir haben noch, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 6 Booster. Na, dann sind wir mal gespannt, ob wir da jetzt noch was rausziehen können. Freuen wird's mich, natürlich. Aber ich finde auch die Pulse jetzt schon ganz schön, weil ich glaube, ich habe nur die da heroben als Holo. Ja, und die beiden habe ich noch gar nicht und die habe ich auch noch nicht. Ja, mal schauen, was es wird. Teamruf. Mhm. Noch ein Moruda. Öde des Chaos. Okay. Membrana. Miniras. Sesokets. Golbit. Araqua. Ja! Wie schön! Heute ist eindeutig ein toller Tag. Plinfa. Oh, wie süß. Und? Ja. Unsere Rare. Ein Slimog. Aber die ist ja schön. Ja, Plinfa hat scheinbar in dem Display ganz viel Spaß, ja? Und kommt da und da vor. Und vorher hatte ich sie, glaube ich, auch noch als Kreiskarte. Ja, super geil. Also, schaut fast so aus, wenn ich alles in Richtung Plinfa bekommen könnte, ne? Die X fehlt uns dann halt noch mit. Also die Rainbow, die Full Art mit Turtok fehlt da noch. Ja, mal schauen. Also, eine coole Karte, auf jeden Fall. Superschön. Wir machen weiter mit der Energie. Dann haben wir da Tangolos. Ja,
Und nochmal was in Richtung Plinfa, und zwar die zweite, also die erste Entwicklung nach dem Basis-Pokémon, Pliprin, Anorith, Yogglef, Knackleon, Sneeble, Seemobs, Alolamauzi. Dann haben wir noch Golbit, unsere Reverse, und eine schöne Felinara ist unsere Rare. Die kommt auf jeden Fall auch in die Sammlung. Weil ich ja alle Evolutions sammle. Könnt ihr sie schön sehen? Leider nur die normale, aber es ist eine schöne Felinara. Auf jeden Fall cool. Sehr cool. Die ist noch richtig hübsch. So, Pack Nummer 5. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Wir gehen weiter mit einer Wasserenergie. Ja, die zwei haben wir schon mal gehabt. Cresselia und Super Sandro. Dann ein Sengo. Oh, ist dieser Aquana süß. Ja, die haben wir auch schon einmal. Die werden wir aber noch in der Sammlung erweitern, dass wir da ein paar mehr süße Aquanas haben. Snöpke, Smogon, Rotomorph. Ein Flauschling in Reverse. Und ja, noch Florges. Die haben wir, glaube ich, auch schon einmal. Also, wenn ihr Interesse an den Holos habt, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne schreiben, weil das Florges habe ich auch schon einmal, glaube ich. Ihr findet mich auf Discord bei der Pokémetropole und da einfach melden. Hashtag immerhin vier Holos, ne? Ein Display mit wieder mal ein paar mehr Holos. Aber wir haben ja auch schon tolle Sachen gezogen. Also noch viel tollere. Ich finde die Holos auch schön. Aber natürlich bin ich auch ein Mensch, der GX-Karten sehr zu schätzen weiß. Und wenn es dann noch ganz besondere sind, die man in der eigenen Sammlung gerne hätte, ist das Öffnen gleich noch viel schöner. Wir machen mit einer Floette weiter. Dann haben wir noch eine Mika, Teribug, Nasknet, Leufeu, verspreche mich immer, Leufeo, na oh Gott, noch eine Flabébé, Seemobs, Natu, eine Silvaro. Unsere Reverse Rare ist ein Silvaro und ja, Schwarones. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die als Rare dabei ist. Aber okay. Die Silvaro kommt mal auch da dazu. Wir machen dann nachher noch ein ganz kurzes Recap. Da zeige ich euch dann eh auch noch mal einen Puls. Wir sind gespannt. Drei Booster, das ist jetzt Nummer 3. Dann haben wir noch 2 und 1. Schauen wir mal rein. Kurtel, Duflor, Fluette, Wuffles, Velosi, Bautz, Paragoni, Magnetilo, Rotomorph und ja, Pranavaz als Rare. Okay. Jetzt haben wir wieder mal zwei Booster für den Schluss. Ich mach mal wieder beide auf. Könnt mal sagen, wo ihr glaubt, ist was drinnen ist, ob noch was drinnen ist oder nicht. Schau mal rein.
Das da sind jetzt einmal eben die Babys. Die Karte legen wir uns runter. Die lassen wir mal so. Ups. Könnte ja die vorletzte auch was sein, ne? Die Charakter-Rare. Aber da lassen wir uns jetzt überraschen. Oh, nein! Spoiler-Alarm! Ja, machen wir mal so, gleich einen Code, ne? Weil das vergesse ich nachher sonst eh bestimmt wieder. Eieiei. Gut, 1, 2, 3, 4 und wir wissen, da ist was drunter. Da ist noch was drunter. Die da, ne? Jetzt schauen wir mal bei denen da durch. Flutschen wir mal durch. Und dann schauen wir da dann noch rein. Wuhu! Also, ja. Noch die Energie. Dann haben wir Flunkiefer mit den beiden da im Hintergrund. Super süß. Dann haben wir noch Zwirklopp, Ignivo, Seso Kids, Golbit, Araqua, Griffel, Onix. Unsere Reverse aus diesem Booster ist Floink und die nächste Energie. Zirpeise, ups, Kirlia. Sersurio, Miniras, Bautz, Agit, noch ein Pikachu, ein Teddy Ursa und, ja schön, ein schwarzes Kyurem. Gut, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja schön, find mal schön, in Reverse. Ist die ganz okay, würde ich mal sagen. Die schieben wir mal so ein bisschen übereinander. Jetzt machen wir mal unseren Stapel hier wieder weg. Gut, wir haben jetzt noch diese beiden schönen. Wir wissen, dass rechts was drunter ist. Also, dam-da-dam. Ja. Noch ein Vylord in normal. Ja? Unsere Rare noch. Und dann dieses Schätzchen. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Schau mal rein. Die Babys! Togepi, Pi und Fluffeluff. Ja, schön. Super süß. Die Babys. Ah, wie cool. Ja, schön. Keine einzige normale Gigs, aber lauter Tag Team GX-Karten? Wow! Ja, kurzes Recap. Von der Schönheit her, ne? Von der Schönheit her. Wir haben hier also ein schwarzes Kyurem in Reverse Rare. Ein Silvaro. Ein Wailord und ein Ursaring sowie ein Empoleon. Ja, das Empoleon ist wieder cool, weil es halt doch auch wieder zum Plinfer passt. Dann unsere Holos: Grandiras, Alola Vulnona, Cronjuvilt und Florges. Auch cool. Sehr schön. Unsere Charakter-Rares. Ups, da fliegt sogar das Pikachu um. Super süßes, cooles Plinfer und super süßes und tolles Magnetilo. Echt cool. Ich stehe auf diese Karten. Ich glaube, da will ich alle haben. Mal schauen, ob wir alle zusammenbekommen. Wenn wir noch ein bisschen was öffnen müssen. Oder uns ein bisschen was hier tauschen müssen. Und dann haben wir. Ja. Super süß, die Babys. Ich hoffe, ihr könnt sie schön sehen. Dann würde ich sagen, cooler nächster Pull auf jeden Fall.
Turtok und Blinfer. Sehr schön. Und dann unsere wohl schönste Karte auf jeden Fall. Und ich freue mich total drüber. Solgaleo und Lunala. Wahnsinn. Die ist echt Hammer. Ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Display ist leer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wenn euch meine Videos gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn euch dieses Video speziell gefällt. Und abonniert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Isa. Danke.